Stellen wir uns mal vor, wir spielen gerade ein Computerspiel oder ja, bleiben wir bei einem Beispiel. Wir spielen gerade ein Computerspiel. Was bedeutet Lucid Living in diesem Fall? Nun, ich kann mir erst einmal, im ersten Schritt werde ich mir darüber bewusst, dass ich ja eigentlich gerade ein Computerspiel spiele. Das ist so die Standardsituation, so wie das Traumwissen, ne? Das Traumwissen sagt mir einfach, ich würde gerade ein Computerspiel spielen. Beziehungsweise das Wachwissen sagt mir das auch einfach, ohne dass ich das näher hinterfragt habe. So, der zweite Schritt ist, ich hinterfrage das. Spiele ich gerade wirklich ein Computerspiel? Ja, und wenn das sich einfach als ja, als positiv herausstellt, dann gehe ich zum dritten Schritt über. Dann muss ich nämlich gar nicht aufhören und so tun, als wäre ich jetzt bewusst und kann weiter spielen, sondern ich frage mich. Ist das alles? Ist das so meine Gesamtsituation? Spiele ich gerade nur Computerspiel? Oder mache ich noch mehr? Ne, und eigentlich mache ich. Ist eine Gesamtsituation immer größer als einfach nur etwas Einzelnes. Also, das heißt. Meine Situation besteht nicht nur darin, dass ich gerade spiele, sondern sie besteht auch darin, dass ich zum Beispiel gerade an einem Computer sitze oder darin, dass ich gerade in einer bestimmten Wohnung sitze oder darin. Ja, und dann kann man das zurückverfolgen. Ich sitze also gerade in einer Wohnung, heißt, ich habe eine Wohnung. Und dann hat das auch damit zu tun, dass ich die Zeit habe, ein Computerspiel zu spielen. Das heißt, ich habe sowas wie Freizeit im Moment und ich habe eine Wohnung. Das gehört auch zu der Situation des Computerspiels. Nur das war, als ich das trüb gespielt habe, war mir das nicht bewusst. Das heißt, mir ist da jetzt schon ein bisschen mehr bewusst geworden. Aha, ich spiele ein Computerspiel und ich sitze in der Wohnung und ich habe eine Wohnung und ich habe Freizeit. Wieso habe ich eigentlich Freizeit? Wie viel Freizeit habe ich überhaupt? Und was mache ich denn so überhaupt mit meiner Freizeit? Das Computerspiel ist einfach ein Hobby von mir. Okay, jetzt kann man sich natürlich auch fragen, was mache ich denn gerade in diesem Computerspiel? Vielleicht bin ich in einem Rollenspiel und ich bin in einer Gilde. Wow, was ist passiert? Und ich bin in einer Gilde und diese Gilde, weiß nicht. Da unterhalte ich mich gerade mit meinen Gildenmitgliedern. Das heißt, ich gehöre dieser Gilde an. Ich nehme einfach mal an, dass ich weiterhin dieser Gilde angehören werde. Und ich unterhalte mich mit diesen Leuten. Das heißt, ich kenne die Leute. Die Leute sind mir nicht fremd. Die Leute sind mir eher sogar vertraut. Ich weiß Dinge über diese Leute. Das heißt, dadurch wird schon beeinflusst, wie ich mich mit diesen Leuten unterhalten kann. Der Spielkontext gibt einfach vor, in diesem Spiel, also ich weiß auch, was das für eine Spielwelt ist. Und der Spielkontext gibt vor, in diesem Spiel kann man bestimmte Dinge tun. Man kann zum Beispiel Abenteuer erleben und man kann dort bestimmte Monster bekämpfen oder tolle Landschaften erkunden oder man kann dort bestimmte Gegenstände finden. Und das ist so gerade mein Ziel. Ich möchte die Gegenstände finden in diesem Spiel, besonders seltene Gegenstände, weil das mir wichtig ist. Jetzt könnte man hinterfragen, ist das wirklich alles, was in diesem Spiel möglich ist? Gut, das Spiel wurde vielleicht so designt, dass man, das ist so die Hauptmöglichkeit des Spiels. Aber man muss das Spiel nicht so spielen, wie es designt wurde. Man kann auch einfach, zum Beispiel, wie schon erwähnt, eine tolle Landschaft erkunden, auch wenn das jetzt keine Erfahrungspunkte gibt und keine tollen Rewards. Trotzdem kann man es tun. Und kann Spaß machen, wenn man das so sich drüber nachdenkt. Ja, warum nicht? Mache ich das doch auch mal. Oder man kann sich fragen, ich bin hier mit meinen Gildenmitgliedern, ich weiß schon einiges über sie, aber irgendwie weiß ich doch nicht so viel. Das heißt, manche Sachen, da frage ich mich, was machen die überhaupt zum Beispiel sonst in ihrer Freizeit? Was
interessiert die? Ich weiß eigentlich gar nicht so über die. Und dann kann ich mit denen einfach mal reden. Und denke, ja, ich bin zwar gerade in dem Spiel und es geht zwar gerade um diese ganzen Quests, aber vielleicht sind die Quests doch nicht so wichtig, weil ich kann ja hier auch andere Sachen machen. Das ist so, die Handlungskompetenz wird dadurch gesteigert, dass ich weiß, dass diese ganzen Vorannahmen über das Spiel, was man in dem Spiel macht und was man machen kann, dass die einfach hinterfragt werden und ich weiß, was man kann einfach machen, was man möchte. Die ganze Welt ist wie im Klartraum meine Welt. Das heißt, das ganze Spiel gehört mir. Und ich kann mit den Leuten auch tun, was ich will. Ich muss hier nicht nur über das Spiel reden. Ich kann mit ihnen reden, was ich will. Und dann kann ich das zum Beispiel tun. Ich kann aber auch feststellen, wenn ich so auf die Gesamtsituation achte, dann achte ich natürlich nicht nur auf das Spiel, sondern auch darauf, dass ich gerade hier an dem Computer sitze. Ich habe ja einen Körper. Den habe ich vielleicht gar nicht wahrgenommen, weil ich ja so vertieft in das Spiel gewesen bin. Aber jetzt, wo ich ihn wahrnehme, da merke ich, ich habe eigentlich Durst. Zum Beispiel. Ja gut, trinken kann ich jetzt nicht, während ich in dem Spiel bleibe. Das heißt, ich muss kurz aufhören. Aber dieses Bewusstwerden hat dazu geführt, dass ich ein Bedürfnis von mir wahrgenommen habe, das ich sonst vielleicht eine Zeit lang unterdrückt hätte. Und das führt dazu, dass ich jetzt diesem Bedürfnis nachgehen kann und ich kann was trinken. Und es fühlt sich frei an. Es fühlt sich einfach frei an, auch wenn es vielleicht jetzt als Kleinigkeit erscheint. Es ist ja auch nur ein Beispiel. Aber auch solche Kleinigkeiten können sich sehr frei anfühlen. So, dann habe ich also was getrunken und kehre zurück zu dem Spiel und fühle mich besser. Na, aber ich kann mich trotzdem fragen, wieso spiele ich überhaupt dieses Spiel? Na gut, ich spiele jetzt nur das Spiel und nicht ein anderes Spiel, weil ich in diesem Spiel schon sehr weit gekommen bin. Oder weil das Spiel sehr viele Möglichkeiten bereithält, die mir in anderen Spielen fehlen und deswegen finde ich das Spiel besonders cool. Aber ich kann mich auch fragen, wieso spiele ich überhaupt irgendein Spiel und mache jetzt nichts anderes? Zum Beispiel wäre es doch cool, wenn man die Sachen, die so in dem Spiel möglich sind, auch in echt tun könnte, nur ja, mit noch mehr Möglichkeiten. Ne? So ein Spiel ist ja immer irgendwo begrenzt und diese Begrenztheit kann man dann auch wahrnehmen. Und dann fragt man sich, ja, aber was würde ich denn so machen wollen? Und ich meine, Abenteuer erleben kann ich ja nicht so wirklich in echt, weil sowas geht einfach nicht. Ne, das ist so meine Grundannahme einfach dann. Und ich sage, deswegen spiele ich auch Spiele, weil dort sind einfach mehr Sachen möglich. Sie sind zwar begrenzt und so, da fehlt so ein bisschen das Körperliche, da fehlt ein bisschen natürlich auch Handlungsfreiheit, weil das Spiel irgendwie einseitig programmiert wurde. Auch wenn es irgendwie so eine offene Welt ist wie Minecraft oder so. Trotzdem, irgendwie ist es ja auch doch begrenzt. Aber ja, es hat Vorteile gegenüber der Wachwelt, weil in der Wachwelt, da hat das alles, was man tut, Konsequenzen und die Leute sind ja sowieso alle blöd und es ist draußen heiß oder es ist draußen kalt und ich mag nicht raus. Und ich kenne sowieso gerade niemanden oder es hat keine Zeit. Oder die Leute sind alle doof, die ich kenne und so. Solche Annahmen hat man dann und die sind einfach normalerweise im Hintergrund, führen dazu, dass man einfach nur das Spiel spielt. Wenn man das aber bemerkt, dann kann man das hinterfragen, kann man sich fragen, ja, ist das denn jetzt so, dass wirklich alle Leute blöd sind? Oder geht es einfach nur darum, dass die Leute, die ich kenne, blöd sind vielleicht? Vielleicht könnte ich ja auch nochmal neue Leute kennenlernen, aber na gut. Ich bin vielleicht nicht so drauf aus, neue Leute kennenzulernen. Vielleicht könnte ich auch die Leute, die ich kenne, auch einfach mal nochmal neu kennenlernen. Weil vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht, wenn ich sie so als blöd bezeichne. Wie viel Kontakt hatte ich überhaupt mit ihnen und so? Ich kann es ja einfach mal versuchen. So, das sind dann einfach Möglichkeiten, die sich im Kopf durchspielen können beim Lucid Living. Das heißt nicht, dass man das jetzt tun muss. Vor allem, wenn es Sachen sind, die einem unangenehm erscheinen, dann will man es ja trotzdem nicht machen. Aber man kann drüber nachdenken. Man kann sich einfach überlegen, wie es wäre, wenn man jetzt rausgehen würde und einfach fremde Leute ansprechen würde oder die Leute, die man kennt, wenn man die einfach mal fragen würde, hey, du, irgendwie finde ich das komisch an dir, warum ist das denn so? Ne? Und dann kann man sich das vorstellen, wie man das machen würde und das weckt irgendwie gewisse Sehnsüchte. Ja, und eventuell träumt man dann von solchen Situationen sogar und die Träume, die können einem dann auch helfen, das besser zu verstehen, was da eigentlich genau der Wunsch ist oder was eigentlich die Blockade ist. Auf jeden Fall hilft das einem dann an die Sache, die Sache nochmal zu hinterfragen. Und eventuell
Das heißt nicht, dass man das erzwingen muss, aber eventuell ergibt es sich dann, dass man plötzlich den Impuls bekommt, wenn man sowas öfter tut. Und wenn man gerade zum Beispiel draußen ist oder wenn man gerade in einem Computerspiel ist, dann denkt man sich, nee, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Ja, man achtet so stark auf dieses Gefühl, auf diesen Wunsch nach was anderem, nach was Besserem, dass man sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will einfach rausgehen. Und dann spricht man zum Beispiel einfach jemanden an. Oder wenn man jetzt in einem Kontakt ist mit einem Freund und dann fällt einem das wieder ein, wie man so als man dieses Spiel gespielt hat, darüber nachgedacht hat, dass man die Person gar nicht so gut kennt oder dass man irgendwas komisch an der Person findet, worauf man sie eigentlich gerne mal ansprechen würde, wenn man sich das trauen würde. Und dann hat man irgendwann wieder Kontakt zu der Person und sie macht wieder diese komische Eigenart. Ja, zum Beispiel könnte ja sein, dass die Person einen einfach mit irgendeinem Scheiß zulabert. Und das findet man dann immer blöd. Deswegen trifft man sich nicht so gerne wieder. Und das passiert dann wieder und dann kann man merken, ach ja, ne, das ist so, wie wenn man jetzt luzid wird. Man merkt, also wie wenn man im Traum luzid wird, man merkt plötzlich, die Situation, die kenne ich doch. Da habe ich doch schon drüber nachgedacht. Wie würde ich da handeln, wenn ich jetzt völlige Handlungsfreiheit machen hätte und so. Und dann kann das Gefühl so stark werden, dieses Gefühl, dieser Wunsch nach einer Befreiung aus der Situation, dass man es einfach wagt und dann macht man es einfach. Das heißt nicht, dass man es tun muss, aber es kann passieren, dass man es tut. Und das ist Lucid Living und das ist sogar, würde ich sagen, das würde ich als Magie bezeichnen. Das heißt, Magie ist aus meiner Sicht einfach die Veränderung der Wirklichkeit durch den eigenen Willen. Das kann man auch rein psychologisch erklären, da braucht man gar nicht an übernatürliche Kräfte zu glauben. Aber die Veränderung der Wirklichkeit durch den eigenen Willen, Dinge zu tun, die man vorher für unmöglich gehalten hat, oder Dinge zu durchbrechen, die man für selbstverständlich gehalten hat. Grenzen zu durchbrechen. Das ist aus meiner Sicht Magie. Und Lucid Living hilft einem dabei, dass man diese Grenzen aufweicht, dass man diese Grenzen hinterfragt und einfach dieses Gefühl ernster nimmt von der Gesamtsituation. Ja, ich bin jetzt nicht nur in diesem Computerspiel, sondern ich habe eine Gesamtsituation, zum Beispiel, dass ich mit den Leuten, wie gesagt, Probleme habe und dass ich aus verschiedenen Gründen mit den Leuten nicht so gerne in Kontakt trete und deshalb eher dieses Computerspiel überhaupt so häufig spiele und so weiter. Das heißt, diese Gesamtsituation überhaupt einfach nur zu beachten, das stärkt das Gefühl im Innern und das führt dazu, dass man irgendwann auch mal sogar die Stärke hat, einfach aus diesem Gefühl heraus zu handeln. Dass man plötzlich etwas umsetzt, wo man vorher gedacht hat, das traue ich mich nie. Oder wo man vielleicht auch gedacht hat, das sollte ich nicht tun, das wäre ja gemein, oder ja, selbst wenn es eigentlich gar nicht gemein ist, aber man denkt ja manchmal solche Dinge, dass man Leute zum Beispiel überfordert, wenn man zu direkt zu ihnen wäre. Aber dann ist das vielleicht doch nicht so. Und das kann man hinterfragen. Und ich meine, es ist schon nicht so, dass man behaupten könnte, jeder kann gleichermaßen irgendwie die Wirklichkeit verändern und alles, was man erlebt, das erschafft man sich selbst. Das ist ein bisschen, klingt das, finde ich schon zynisch, weil es gibt Leute, die haben einfach eine Scheißsituation und da können sie auch nichts dafür, weil sie da hineingeboren wurden oder durch irgendwelche Umstände ist diese Situation entstanden. Die Umstände hatten sie aber nicht selbst in der Hand. Dennoch ist es so, dass wir zu einem gewissen Grad die Wirklichkeit beeinflussen können, unsere Lebenssituation beeinflussen können. Und in der Regel irren wir uns, täuschen wir uns darüber, was diesen Grad der Freiheit angeht. Das heißt, der Freiheitsgrad, wir nehmen einfach an, wir hätten weniger Freiheiten, als wir eigentlich haben. Oder wir glauben auch an gewisse Fähigkeiten, die wir dann doch nicht haben. Und dieses Freiheitsgefühl, das kann sich eben so stark verstärken, dass man dann irgendwann Lust hat auf mehr. Ja, im ersten Moment analysiert man vielleicht einfach nur jetzt die Situation, dass man gerade im Spiel ist oder halt eben
in einer völlig anderen Situation, je nachdem, welches Beispiel man gerade wählt, analysiert das und beobachtet das und merkt einfach, was man tut und was das mit der Gesamtsituation zu tun hat. Aber vielleicht kriegt man dann Lust auf mehr, weil man dann plötzlich was versteht. Man versteht plötzlich, wieso man so handelt. Man versteht plötzlich, was eigentlich die eigenen Vorbehalte sind, irgendwas anders zu machen. Und ich finde, dass das Coole daran ist, wirklich wie im Klartraum hauptsächlich dieses Freiheitsgefühl zu erleben. Zu erleben, wow, das ist eigentlich meine Welt. Und das gilt ja auch für die Wachwelt zu einem gewissen Grad. Und wie stark das eigentlich gilt, das kann man ja hinterfragen. Das kann man sich ja immer mal wieder neu beobachten. Die Wachwelt, ja, das ist auch meine Welt. Das ist mein Leben und ich kann hier machen, was ich möchte. Ich könnte im Prinzip, wenn ich jetzt gerade irgendwo draußen unterwegs bin, einfach irgendwelche Leute ansprechen, denen irgendeinen Scheiß erzählen oder vielleicht auch keinen Scheiß, aber was mir sonst vielleicht als Scheiße vorkommen würde, ich kann denen einfach irgendwas erzählen, was mir gerade auf dem Herzen liegt und gucken, wie die darauf reagieren. Warum nicht? Ne? Und ich kann auch einfach meinen Job hinschmeißen und ich kann irgendwas Neues ausprobieren. Ich reise jetzt ans andere Ende der Welt und ich gucke, wie es dort so ist und wenn es mir dort gefällt, dann bleibe ich da. Ich meine, das ist alles. Man denkt dann immer sofort, nee, das kann man natürlich nicht machen. Gut, man kann es tun, aber wie geht's dann weiter? Ne, dann hat man kein Geld mehr und so Zeug. Das sind aber alles wieder diese üblichen Gedanken. Diese üblichen Einwände und Blockaden. Und die, das können ja sein, dass sie recht haben, aber es gilt, erstmal die zu hinterfragen und zu fragen, wo kommen die denn her? Haben die wirklich recht? Und die nicht einfach so als gegeben hinzunehmen, sondern zu hinterfragen. Und das kann sich auf extreme Beispiele beziehen, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Beruf oder dass man irgendwo fortgeht und Reisen unternimmt. Es kann aber auch weniger extreme Beispiele bezogen sein, wie einfach innerhalb eines Computerspiels einfach mal was anderes zu tun, etwas, das nicht in dem Spiel vorgesehen war. Es kann auch in einem Gespräch sein, dass man plötzlich in einem Gespräch merkt, hä, macht das Gespräch gerade überhaupt Sinn? Und dann sagt man einfach irgendwas, ja, man wagt es einfach, irgendwas zu sagen, was man sich sonst nicht getraut hätte. Man sagt plötzlich, hey, kennst du eigentlich Klarträume? Oder kennst du eigentlich auch dieses Gefühl, dass du nicht wirklich weißt, wohin so ein Gespräch eigentlich führen soll? Und so, ja, einfach, dann wagt man es plötzlich. Das wäre so ein Mittel, je nachdem, was für eine Person man ist, ja, was man für Blockaden hat, erscheint einem sowas vielleicht als Mittel. Extrem oder als gar nicht so extreme, vielleicht auch als total extreme, Eingriff in die Wachwelt. Aber wie vorhin gesagt, die Handlungsfreiheit, mit der muss es nicht anfangen. Das kann auch daraus folgen, dass man einfach mehr versteht und mehr einfach eine innere Connection hat zu seinen Gefühlen. Weil dadurch hat man mehr Mut und dadurch fallen gewisse Blockaden weg, gewisse Illusionen über Hindernisse fallen dann weg und dann kann man auch mehr wagen. Und naja, es muss ja nicht unbedingt nur um ein Beispiel gehen, wo irgendwas schief läuft oder wo irgendwas blöd ist und dann merkt man, dass es blöd ist und kann es dann verändern irgendwann oder eventuell, sondern es kann ja auch einfach um Beispiele gehen, bei denen alles toll ist und dann erlebt man irgendwas Schönes. Aber dieses Schöne kann man dann auch plötzlich bewusster wahrnehmen. Und dann kommt da dazu dieses Gefühl der Freiheit, das man auch im Klartraum so oft hat. Dieses Gefühl, ich kann hier wirklich selbst alles in die Hand nehmen. Es läuft nicht wie ein Film irgendwie ab, woran ich mich später kaum erinnern kann, sondern ich kann das selbst beeinflussen. Ich kann das irgendwie steuern. Und ich kann auf die Details achten, welche ich gerade möchte. Und ich finde, beim Klartraum ist das auch oft so, zum einen ist da dieses ultimative Freiheitsgefühl, das man eben auch bei Lucid Waking haben kann, oder bei Lucid Living haben kann. Aber zum anderen ist das auch dieses Gefühl von Wunder.
dass man sich darüber wundert und erstaunt ist, wie realistisch und wie eindrucksvoll das alles erzeugt wird und wie das alles echt sein kann. Und darüber kann man sich dann auch erstaunen und so richtig geflasht sein von schönen Erlebnissen. Ja, einfach, das können auch ganz banale Dinge sein. Anderes Beispiel wäre, wenn man gerade unterwegs ist zur Arbeit. Da kann man sich dann auch, da kann man dann auch bemerken, dass man gerade, ja, dass man gerade überhaupt unterwegs ist, dass man gerade auf dem Weg zur Arbeit ist. Das heißt, man hat ja gerade überhaupt einen Arbeitsplatz. Man nimmt an, dass man da ständig hingehen wird, jeden Tag und auch morgen. Und es ist irgendwie so selbstverständlich, dann kann man das auch hinterfragen und man könnte eventuell darüber nachdenken, auch mal irgendwann was anderes zu arbeiten. Oder vielleicht auch nur der Arbeitsweg, weil der Arbeitsweg ist einfach so eine festgefahrene Routine. Man könnte auch plötzlich mal einen anderen Weg nehmen und dann eine andere Umgebung erfahren, ne? Genauso ist es möglich, dass man feststellt, so den Weg, den man sonst immer nimmt. Man fährt durch irgendein Waldgebiet, aber man achtet nie drauf. Aber jetzt plötzlich merkt man, wow, dieser Wald ist eigentlich wunderschön, so. Und dann kann man das plötzlich bewusst erleben. Und das ist anders, als wenn man das vorher nur, wenn das vorher nur an einem vorbeizieht und man das gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Ne, also dann kann man auch solche kleinen Augenblicke einfach, das Wunder des Augenblicks, die kann man dann auch einfach erleben und genießen und auskosten. Und das ist dann auch schön. Auch sowas kann Lucid Living irgendwie bewirken. Und man kann diese Gesamtsituation, auf die man alles bezieht, das möchte ich noch zum Schluss erwähnen. Es geht ja darum, dass man eine Art Meta-Ebene erlangt. Man betrachtet das, was man gerade erlebt, auch in Bezug auf alles Mögliche, ja. Das ist auch das Kriterium von Erinnerung. Wenn man sich im Klartraum daran erinnert, wer man im Wachleben ist, dann macht man das beim Lucid Living. Man erinnert sich daran, was man sonst noch so alles für Lebensumstände hat und wie das, was man gerade tut, überhaupt damit zu tun hat. Wie das irgendwie damit zusammenpasst. Und dann kann man nämlich dem auch einen angemessenen Raum geben, dass er nicht das Computerspiel oder vielleicht auch der Kneipenbesuch oder sonst was einen unangemessen großen Raum einnimmt. Und dann merkt man halt einfach, was ist einem insgesamt wichtig und wie viel Raum sollte was einnehmen. Ja, also man setzt halt dann einfach bessere Prioritäten. Und man hat dieses Metabewusstsein. Man weiß um die Gesamtsituation einfach Bescheid. Man hat immer das Gesamte im Blick, ja. Das ist so eine Fähigkeit, die fehlt in unserer Welt ziemlich viel, wo alles so spezialisiert ist und jeder nur sein eigenes Ding macht. Ja, ist ja auch in Berufszweigen sehr stark, dass alles spezialisiert wird, aber niemand behält den Gesamtüberblick, was jetzt eigentlich, ja, was diese ganzen Dinge kombinieren kann, was man, wenn man die Sachen kombiniert miteinander, was dabei dann Tolles entstehen kann oder ja, welchen Raum jede einzelne Beschäftigung überhaupt einnehmen sollte. Und wenn man diesen Gesamtüberblick hat, dann hilft das. Das jetzt so im Beispiel hilft das in Wissenschaften, aber das hilft eben auch im ganz persönlichen Leben. Das hilft der Gesellschaft, irgendwie voranzukommen und nicht festzustecken. Wenn jeder nur sein eigenes Ding tut und keiner sich fragt, was er so in Bezug auf die gesamte, ja, Menschheit oder auf alle Lebewesen irgendwie, was es da in Bezug auf das für einen Sinn ergibt, was man gerade tut oder was andere gerade tun. Was ich eigentlich noch mit diesem Punkt sagen wollte, ist, dass dieses Bewusstsein über die Gesamtsituation, dieses Metabewusstsein, sich immer weiter ausdehnen kann. Das muss man nicht von Anfang an machen. Aber wenn man damit anfängt, darauf zu achten, was man noch so für andere Lebenskontexte hat, was das, was man tut, damit zu tun hat, dann kann man da immer weitergehen,
das gesamte Leben, wie eben gesagt, die auch die Gesellschaft oder alle Lebewesen betrachten. Und dann kann man auch im Kontext, ja, dann kann man plötzlich auch sich fragen, was denn überhaupt das Leben bedeutet und was die einzelnen Wahrnehmungen, die man hat, oder Wahrnehmungsdinge, was das für das Leben insgesamt bedeutet. Was das Leben insgesamt für ein Potenzial hat. Nicht nur mein Leben, sondern das Leben aller Lebewesen. Oder die Existenz. Dann kann man sich eben auch in diese Situation hineinfühlen, dass man gerade existiert und dass es Existenz überhaupt gibt. Weil das gehört auch zur Gesamtsituation. Und die ist natürlich sehr im Allgemeinen extrem Meta, kann man sagen. Aber das ist schon etwas, das Leute, die so meditieren und so, tatsächlich auch berichten, dass sie solche Erfahrungen von Einsheit mit allem und so weiter erleben. Und ich denke, dass auch das kann mit Lucid Living zu tun haben. Bloß, dass diese Einheitserlebnisse nicht einfach nur während der Meditation auftauchen. Na toll, jetzt hämmert hier jemand. Dass man nicht nur in einem kurzen Zustand von Versenkung solche tollen Einheitserlebnisse hat und dann kehrt man in den Alltag zurück und dann ist alles wieder vergessen und alles, die Gesamtsituation des eigenen Lebens überhaupt nicht berücksichtigt worden, sondern dass man das auch damit verbindet, wer man ist und was man so im Alltag erlebt, was man erleben möchte. Und dass das irgendwie eine Relevanz erfährt für das Leben auch. Dass es nicht einfach nur ein abgetrenntes Meditationserlebnis ist. Und genau dasselbe gilt auch für die Klarträume. Wenn man jetzt in einem Klartraum ein super tolles Erlebnis hat, wieso soll man das nur auf die Träume beziehen? Wieso soll das keine Relevanz fürs Leben haben? Und wie man im Wachleben bewusster sein kann und diese ganzen, ja, das Erleben von Freiheit und das Erleben von der Bestimmung und das Erleben dieses Wunders, wenn man das auch aufs Wachleben übertragen kann. Ich denke, das war es dann auch von meiner Seite erstmal zu diesem Thema oder in diesem Video. Vielleicht werde ich noch weitere Videos machen. Bestimmt zu ähnlichen Themen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Klarheit und viel Spaß mit Lucid Living.